Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Thunderwolin Double Cask und der Thunderwolin 12 Jahre. Heute bin ich nicht bei Lagerwolin, nein, ich bin bei Thunderwolin. Hört sich sehr vergleichbar an, sind aber zwei grundverschiedene Destillen. Thunderwolin beispielsweise liegt in der schottischen Speyside und produziert nur nicht rauchigen Single Malt Whisky. Ist eine, ja, in Anführungsstrichen junge Brennerei, in den 1960er Jahren gegründet, 1994 an White & McKay verkauft worden und kurze Zeit später hat man die Destille eingemottet, sprich die Produktion eingestellt. Manche halten es für ein Gerücht, denn die sagen, dass nicht eingestellt wurde. Man hat produziert, ja, aber nur wenige Wochen im Monaten. Weiß ich nicht, ob es der Fall ist. Ja, nichtsdestotrotz, egal ob der Output gering oder gleich null war, man konnte den 12-jährigen Standard nicht mehr aufrechterhalten. Den kannte man nämlich über viele Jahre hinweg. Der ging 2014 vom Markt. 2017 kam dann nach langer Zeit ein neuer Thunderwolin auf den Markt. Dieser Double Cask hier ohne Altersangabe. Und jetzt vor kurzem, im Jahr 2018, hat es auch der 12-jährige zurück in die Läden geschafft. Ja. Der Double Cask liegt preislich so zwischen 25 und 30 Euro, der 12-jährige so zwischen 40 und 45 Euro, jeweils 40 Volumenprozente, sie sind gefärbt und kühlgefiltert. Also das sind so typische, milde, leichte Einstiegswhiskys aus der Speyside und ich werde mir jetzt beide mal vorknöpfen und die mal testen. Ich werde mit dem Double Cask anfangen. Ganz klassisch in Ex-Bourbon-Fässern gereift, nach einer gewissen Zeit umgefüllt in Ex-Sherry-Fässer und nachgereift, also ein klassisches Sherry-Finish. Wie gesagt, 40 Volumenprozente, der Whisky ist gefärbt und kühlgefiltert. Die Aufmachung finde ich schön. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an den Bowmore Limerick, so von der Etikettengebung. Aber macht was her, ist wertig, mit einer eigenen Flasche hier in Relief im Glas. Gefällt mir sehr gut. Und er ist günstig, also vielleicht entpuppt sich ja nach dem heutigen Video Thunderwolin so ein bisschen als Geheimtipp, wenn es überhaupt noch bei einer schottischen Brennerei funktioniert, ja, so einer als Geheimtipp zu deklarieren. Ich habe die Whisky schon mal eingeschenkt, damit sie sich ein bisschen im Glas entfalten können und bin gespannt. Nicht so eindimensional, wie ich mir im Vorfeld vorgestellt habe. Da ist eine gewisse Komplexität definitiv da. Er trägt keine Altersangabe, keine Ahnung, wie alt er ist, keine Ahnung, wie lange gefinisht wurde, aber man merkt den Sherry. Ganz unterschwellig ist hier so eine leicht fruchtige, ja fast schon trockenfruchtige Note mit drinne. Hat wirklich so einen Touch von Feige und Dattel. Aber das ist ganz unterschwellig. Ich rieche das aber, weil ich gezielt beim ersten Verriechen jetzt danach gesucht habe. In Summe ist er mild, leicht, malzig, getreidig, mit einer gewissen Süße. Er hat aber auch eine gewisse Frische mit drin, sowas wie ätherische Öle. So könnte man es ganz gut ausdrücken. Und in Summe macht es den eigentlich recht komplex für so einen vermeintlich jungen, günstigen Whisky. Gefällt mir. Klar könnt ihr ein bisschen mehr Alkohol haben, aber ich bin da ein Stück weit schon verwöhnt. Manche Whiskys, die trinkt man einfach mit 40. Die sind bewusst so abgefüllt, einfach damit man ein bisschen riechen, ein bisschen trinken kann. Vanille kommt noch mit dazu. Also der hat eigentlich eine sehr schöne Balance zwischen leichter Süße, leichter Würze, leichter Fruchtigkeit, mit einem Touch von Sherry, der da unterschwellig drunter liegt und so das ganze Aroma trägt. Also ich kann nichts Negatives sagen. Slange. Sehr mild, sehr weich, sehr angenehm, da brennt nichts. Da ist auch keine Jugend zu schmecken, der Whisky ist gereift. Hat einen leicht nussigen Einschlag, so im ersten Antritt. Auf jeden Fall eine gewisse Fruchtigkeit, so einen Hauch von Dattel und Feige auch im Geschmack. Ja, all das ist der Einfluss vom Sherry. Aber auch so ein bisschen Apfelbirne, so diese klassische Fruchtigkeit, die so die Speyside dominiert bei Jüngeren. Und im Abgang Malz und Getreide, die Basis des Whiskys. Ein Stich von Eiche. Also wenn ich jetzt sagen müsste, wie alt ist der Whisky, dann würde ich sagen, vielleicht irgendwas zwischen 6 und 8. Wenn man mich fragen würde, wie lang war das Finish, würde ich sagen, vielleicht ein Jahr. Und die Fässer waren auch nicht so frisch, in denen gefinisht wurde, weil sonst hätte er A, wahrscheinlich ohne Farbstoff auskommen können und B, wäre diese Sherry-Note oberflächlicher. Das ist sie nicht, die ist gut eingebunden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man hier
5-6 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern gereift hat und vielleicht ein Jahr in Refill-Sherry-Butts gefinisht hat. Mein Eindruck. Ist aber wirklich ein schöner Whisky. Also für das Geld, 25 bis 30 Euro, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Hat mir gut gefallen soweit. So, mal unelegant aus der Flasche getrunken. Ja, der Tamner Wulin mit 12 Jahren, den kannte man eigentlich immer. Also ich habe so viel Literatur zum Thema Whisky zu Hause, teilweise auch Bücher, die in den 80ern gedruckt wurden. Und immer ist dieser Tamner Wulin mit 12 Jahren drin. Ein relativ hässliches Layout-Design, muss ich tatsächlich sagen, vor allem im direkten Vergleich zu dem Double Cask, der da deutlich stylischer aussieht. Aber er kam jetzt zurück auf den Markt Ende 2018. Man hat dieses alte Design, das man kannte, beibehalten und hat auch ansonsten nichts an der Zusammensetzung geändert. Reine Ex-Bourbon-Fassreifung für 12 Jahre, 40 Volumenprozente, auch der gefällt. Gefärbt und kühl gefiltert, im Preis so, ja, variiert relativ stark, weil er jetzt neu zurückkommt auf den Markt, 40, 50 Euro, je nachdem, also da macht Vergleichen durchaus Sinn, wer da Bock drauf hat. Ja, auch den habe ich mir schon eingeschenkt. Ich finde, von der Farbgebung weiß-grün passt die Dose in lila überhaupt nicht. Tamner Wulin takes its name from Tamner Wulin, das wird wohl der Ort sein, in dem die Destille steht, which in Gaelic means mill on the hill, also die Mühle auf dem Hügel. Ja, also die Dose, hier ist so eine Distel drauf, wenn man sie überhaupt sieht. Also der Farbton ist ungünstig gewählt. Aged in Oak Casks, auch eine geile Beschreibung. Riecht nach Vanille, also wenn jemand keinen Whisky trinkt oder gerade damit in Kontakt kam, man fragt ihn, nach was riecht der Whisky, wenn man da Vanille sagt, das ist nie verkehrt. So. Okay. Okay. Wow. Also so ein Aroma hatte ich noch nie. Also das macht ihn schon besonders, weil sowas hatte ich noch nie. Aber gefällt mir das Aroma? Nein. Nach was riecht er? Der riecht, wie wenn ich Gurke reibe. Ohne Scheiß, der hat mich sofort daran erinnert, auf der Reibe hier schöne Salatgurke. Genauso riecht er. Und ich überlege jetzt gerade, wo dieses Aroma herkommt. Also das ist wahrscheinlich so eine aromatische Mischung aus dem Brennereicharakter und dem Eichenholz. Und das erzeugt in Kombination eben diese Assoziation bei mir. Aber will ich den Gurkensalat in flüssiger Form im Glas? Eigentlich nicht. Also den will ich eher in meiner Salatschüssel. Boah, nee. Und der riecht auch sonst nach gar nichts. Also da ist wirklich vielleicht so ein Spritzer Zitrus noch mit dabei. Aber den kann man echt so den Stempel aufdrücken. Salat. Ende. Wahnsinn. Mal gucken, ob er so schmeckt. Slange. Auch der ist sehr mild und sehr leicht, sehr weich und angenehm im Mund. Schönes Mundgefühl, der trinkt sich echt elegant. Sehr präsent ist die Eiche im Geschmack und die Eiche assoziiert bei mir auch hier den Gurkensalat. Eine gewisse Süße ist da, so eine leicht vanillige Süße. Ja, Gurkensalat, ich komme da gerade nicht so drauf klar. Also das, manche Bowmore erzeugen bei mir eine Assoziation nach Paprikasalat. Ich war neulich erst auf einer Whisky-Messe und habe den 25 Jahre alten Bowmore ins Glas gekriegt. Und der hat mich sofort wieder an mein Video zum 18-Jährigen erinnert. Der roch für mich nach Paprikasalat, so blöd sich's anhört, ja. Jetzt mischt man den noch dazu und dann hat man die Gurkenkomponente. Also wirklich interessant. Einwandfrei. Also, ich lege euch den Whisky mal nahe zu probieren, um so ein Aroma mal im Glas zu haben. Er gefällt mir nicht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Mein Geschmack ist er gar nicht. Er ist mir zum einen zu eindimensional und B ist er mir zu merkwürdig. Aber sowas muss man mal riechen. Also er kam jetzt wieder zurück auf den Markt. Haltet mal Ausschau nach der Flaschenteilung oder teilt euch mit ein paar Freunden so eine Flasche. Das muss man mal gerochen haben. Einfach, Leerstunde. Okay. Also, Tamner Wulin, einer gefiel mir sehr gut, das war der Double Cask ohne Altersangabe, der preislich wirklich sehr attraktiv ist. Klar kann man sich da keine oder darf man sich keine Mega-Komplexität vorstellen, aber ich finde, er ist nicht zu komplex und nicht zu einfach, ist ein schöner Trinkwhisky, riecht gut, schmeckt gut und macht nicht arm, kann ich auf jeden Fall für das Geld empfehlen. Und der 12-Jährige, den kann ich wirklich nur unter dem Aspekt empfehlen, wenn ihr mal was ausprobieren möchtet, was mal was ganz anderes ist, um sich so ein bisschen zu schulen.
sichert euch ein Pröbchen davon, ja, da reicht eigentlich ein Gläschen. So an sich zum Genuss ist er mir einfach durch dieses Aroma, dieses penetrante Aroma von geriebenen Gurken einfach zu speziell und trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Also geriebene Orange wäre mit Sicherheit um einiges geiler gewesen als die Gurke. Das soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Tamna Wulin unten in die Kommentare. Es soll ja auch die ein oder andere unabhängige Abfüllung geben. Vielleicht lohnt es sich da mal ein bisschen zu investieren. Ich bin da sehr offen für Tipps. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!